Ey Freunde, hier ist wieder euer guter alter Werner. Wie ihr sicher wisst, beginnt am Donnerstag ja der Early Access von State of Decay 2 für alle, die die Ultimate Edition vorbestellt haben. Auch die ersten großen YouTuber und Streamer haben das Spiel ja bereits. Der Hype nimmt so langsam Fahrt auf und deshalb gibt's heute von mir für euch den ersten Teil der super hilfreichen Anfängertipps. Das Thema der ersten Folge sind die Kämpfe. Das Wichtigste zu den Kämpfen zuerst. Probiert, wenn möglich, immer Nahkampfwaffen zu benutzen. Schusswaffen sind zwar stark, aber da sie viel, viel lauter sind, locken sie in vielen Fällen nur noch mehr Zombies an. Wenn ihr einen Schuss abgebt, seht ihr unten links auf der Minimap auch einen Kreis, der euch anzeigt, in welchem Bereich eure Angriffe hörbar sind. Mit Nahkampfwaffen ist dieser natürlich deutlich kleiner. Der Nahkampf ist also unsere bevorzugte Methode, um Zombies zu töten und Gebiete zu säubern. Wichtig ist aber, dass ihr nicht nur durchgehend draufhaut, sondern auch die besonderen Kampftechniken benutzt. Der wichtigste Move, den auch wirklich jeder Charakter ausführen kann, ist natürlich die Hinrichtung. Sobald ein Gegner am Boden ist, könnt ihr diese benutzen, um ihn mit nur einem einzigen Angriff zu töten. Das spart nicht nur Zeit, auch eure Waffe verliert deutlich weniger Haltbarkeit, als wenn ihr weiterhin mit dem Standardangriff einfach auf den am Boden liegenden Gegner draufhaut. Deshalb Gegner am Boden, wenn möglich, immer hinrichten. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Move. Die beste Methode, um einzelne Zombies auf den Boden zu bekommen, ist übrigens der sogenannte Dropkick. Dazu einfach auf den Gegner zurennen und springen drücken, dann schickt euer Charakter den Zombie mit einem ordentlichen Sprungtritt ins Gelöt auf den Boden und da kann man ihn dann, na klar, hinrichten. Bevor ihr aber überhaupt diese beiden Moves auspackt, solltet ihr erstmal probieren, so viele Zombies wie möglich mit dem Schleichangriff auszuschalten. Dazu geht ihr einfach in die Hocke, schleicht euch von hinten an euren Gegner ran und richtet ihn dann, ohne unnötig Aufmerksamkeit zu erregen, lautlos hin. Und bevor ich es vergesse, ganz wichtig, achtet außerdem immer auf den Zustand eurer Waffe. Unten rechts auf eurem Bildschirm seht ihr auch ein gelbes Icon, wenn die Waffe beschädigt, beziehungsweise ein rotes, wenn die Waffe kurz vorm Zerbrechen ist. Deshalb immer eine Ersatzwaffe mitnehmen, wenn ihr eure Basis verlasst. Jetzt zum letzten Tipp für diese Folge. Da die Spielwelt ziemlich groß ist, werdet ihr ja eh viel im Auto unterwegs sein. Und dieses Auto ist gleichzeitig auch immer eine eurer mächtigsten Waffen. Denn solange ihr im Auto sitzt, kann euch relativ wenig passieren und die meisten Gegner, bis auf einige Spezialzombies, sind direkt tot, wenn ihr sie einmal überfahrt. Und jetzt zum eigentlichen Tipp. Macht beim Fahren die Autotür auf und tötet damit die Zombies. Wenn ihr das macht, verliert euer Wagen deutlich weniger Haltbarkeit, als wenn ihr sie normal frontal plattfahrt. Und sollte doch mal ein Zombie an eurem Auto dranhängen, dann fahrt mit der Seite, an der er hängt, einfach an einer Wand oder irgendeinem anderen Objekt vorbei und der Zombie ist Geschichte. So, das waren meine Anfängertipps zum Thema Kämpfen. In den kommenden Tagen werde ich auf jeden Fall noch mehr Videos mit Tipps und Tricks zu State of Decay 2 hochladen. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren oder einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal, euer guter alter Werner.